willkommen zum heutigen Fokustraining Bauch und Rücken. Denn manchmal möchte man einfach nur Bauch und Rücken trainieren. Wir starten das Training heute mit hochknienden Rollouts und entwickeln diese zu einem Stoßdrücken weiter, um das in die Bauchmuskeln einzubauen. Beginnen wir mit 8 hohen Rollouts. Gewicht auf den Knien, zur Stange hinunterrollen, Hände schließen, Schultern in den Rücken ziehen, Bauch einziehen, Bauch spüren und das Rad mit den Hüften rausdrücken und mit dem Rücken einziehen. Einatmen beim Drücken. Ausatmen, Bauch und Rücken einziehen. Einatmen, ausatmen, zurück. Um die Füße unten zu halten, einfach in die Füße drücken. Das aktiviert den Rücken. Einatmen, ausatmen. Ich bewege mich, aber ich habe die volle Kontrolle. Kontrolle ist sehr wichtig bei dieser Übung. Noch einmal. Einfach kurz absetzen, wenn nötig. Ein- und atmen. Jetzt ergänzen wir das. Wir atmen ein und aus und heben dann das Rad mit Hilfe der Rücken- und Bauchmuskeln hoch. Drücken es nach oben und bringen es kontrolliert herunter. Runternehmen, nach vorne rollen. Zurück, dann hoch, drücken und wieder runter. In Ordnung, Leute. Einatmen, ausatmen, Bauch und Rücken arbeiten zusammen. Drücken, ziehen, runter. Einatmen, nach vorne. Ausatmen, wieder zurück. Nach oben und drücken, die Ellbogen ganz eng. Sie sind schön fest am Körper. Der Rücken ist aktiv mit jeder Bewegung. Zweimal machen wir noch. Einatmen, drücken, ausatmen, an die Brust, hoch, runter, ein letztes Mal. Bauchmuskeln und Rücken arbeiten zusammen, um das Rad zu bewegen. Zur Brust, hochdrücken, absetzen und fertig. Im Pilates beginnen und enden wir immer mit Kontrolle. Gute Arbeit, Leute. Jetzt setzen wir die Stange hinunter, um weiter Bauchmuskeln und Rücken zu trainieren. Knöpfe greifen, rechte Hand zum Körper, linke Hand weg. Knöpfe festhalten und absenken lassen und das Rad wieder festziehen. Bitte dabei immer kontrollieren, ob es wirklich eingerastet ist. Und jetzt machen wir die nächsten Übungen. Unsere Kniestreckerserie, dabei sind die Beine stets zusammengepresst. Unsere Zehen am Boden, damit wir unsere Knie heben können. Die Hände umschließen fest die Stange. Das Gewicht liegt auf dem Rad. Aber jetzt heben wir nicht nur die Knie vom Boden, sondern pressen sie zusammen. Der Rücken fixiert das Rad und wir ziehen die Knie mit den Bauchmuskeln hoch. Das ist die Grundübung. Wenn du noch Kraft hast, stabilisiere deinen Rücken mit Hüften und Bauchmuskeln. Und rolle das Rad ein Stück nach vorne und wieder zurück. Die Beine immer gebeugt, nicht gestreckt. Ich bewege das Rad nur mit meinen Rücken- und Bauchmuskeln. Ein Stück nach vorn und zurück. Einer geht noch. Einatmen, ausatmen, Pause und die Knie absetzen. Das war's schon, wir haben es einmal gemacht. Jetzt werden wir unser Beinband nehmen und das für unsere kurze Boxserie hinzufügen. Wenn du bei den Grundlagen von Stufe 1 bist, wirst du dein Band brauchen. Wenn du in Stufe 2 bist, musst du es nicht nehmen, sondern nur mit deinen Füßen arbeiten. Ich zeige dir alles. Wir drücken die Fersen nach unten, die Fußmitte auf die Stange legen und das Band über dem Knie halten. Es ist egal, wie groß du bist, das Band ist lange genug. Ellenbogen nach innen, Rumpf schön anspannen. Die erste Übung hier heißt Rundung. Wir ziehen unseren Bauch ein, machen uns nach hinten rund und nach vorne rund. In Stufe 2 Füße auseinander und die äußeren Oberschenkeln halten das Rad. Diese Übungen gehen mit gebeugten oder gestreckten Armen, nur der runde Rücken ist wichtig. Ich bleibe bei den Grundlagen in Stufe 1. Alle in Stufe 2 wissen Bescheid. 5-mal Ellenbogen eng, Bauch eingezogen, Rücken rund. Wunderbar! Ein- und ausatmen. Rund vor, rund zurück. Bauch fest angespannt. Ausatmen, rund vor. Auch der Po ist aktiviert, um die Position zu halten. Zurück und dann wieder nach vorne. Nochmal. Einatmen, ausatmen. Okay, jetzt kommt die Brust. Die Position bleibt gleich, aber jetzt geht die Brust beim Zurückgehen nach oben, dann beim Ausatmen nach vorne kippen. Eine kleine Bewegung, aber anstrengend. Level 2 funktioniert dann ohne Festhalten. Ausatmen, nach vorne noch 2-mal. Einatmen, nach hinten. Bauch ist fest, wieder nach vorne. Noch einmal ein- und ausatmen. Letzte Variante, von Seite zu Seite, Pobacke zu Pobacke. Wir heben die Pobacke aber nicht ganz an. Wir erleichtern nur die Last auf einer Seite. Okay, Leute, Level 2 geht so.
Und in Grundlage Stufe 1 sind die Ellenbogen eng. Wir halten das Band, sitzen aufrecht. Einatmen, Po links entspannen, rechts belasten, ausatmen. Dann kontrolliert ins Zentrum. Einatmen links, ausatmen rechts, wie beim Autofahren. Einatmen, rüber, fester Bauch, ausatmen, zentrieren. Einatmen und links, Bauch fest, ausatmen. Einmal noch, einatmen rechts, Bauch hält, Zentrum. Einatmen links, ausatmen, zentrieren. Alles unter Kontrolle, richtig? Okay, das waren die Übungen mit dem Band. Wir entspannen kurz und nehmen es ganz ab, bevor wir unsere letzte Rückenbauchübung machen, die Schwan heißt. Der Schwan wird mit dem Gesicht nach unten auf der Matte gemacht. Lasst genug Platz vor dem Rad, um später danach greifen zu können. Wir sind also auf allen Vieren. Stelle das Rad vielleicht ans Ende deiner Matte. Du brauchst ausreichend Platz. Du lässt dich so weit herunter, dass die Stirn auf der Matte liegt und die Füße im Boden verankert sind. Mit dem Blick nach unten spannen wir den Bauch fest an. Wir machen die Bauchmuskeln hart und ziehen sie ein, damit genug Platz bleibt. Die Füße sind Boden. Der Bauch arbeitet hart, um uns nach oben zu drücken. Beginnen den Schwan mit eingezogenem Kinn, Stirn nach unten, Arme seitlich. Zuerst ziehen wir ganz fest den Bauch ein. Zieh den Bauchnabel nach hinten zur Wirbelsäule, leg die rechte Hand auf das Rad und lass sie dort. Das Gleiche machen wir mit der linken Hand. Erster Schritt ist also Bauch aktivieren und Arme strecken. Wir bleiben hier, Schultern nach unten ziehen, Bauch weiter anfeuern. Das ist unsere Übung. Mit gestreckten Armen jetzt auf die Stange drücken, das Rad zu dir ziehen und die Brust dabei anheben. Pause. Das ist Stufe 1. Für Stufe 2 Ellenbogen anwinkeln und strecken. Und jetzt alle über den Bauch wieder absenken. Schön langsam. Noch viermal, jeder in seiner Stufe. Einatmen, Stange nach unten drücken, Arme hochhalten. Bei Level 2 musst du die Kontrolle beim Herunterfahren behalten. In Stufe 1 üben wir das Halten. Und nochmal, einatmen, drücken, der Bauch bleibt fest, Hals ist lang, ausatmen. Nach unten dehnen. Drei noch, Füße am Boden, einatmen, aufs Rad drücken, Bauch anspannen. Lange Arme, Rücken stabil, ausatmen, von der Hüfte durchstrecken, Bauch ist fest. Zwei noch, nach unten drücken und raufziehen. Fantastisch. Und hier halten. Ausatmen, dehnen und stärken, wie es im Pilates heißt, einatmen. Und einmal geht es noch. Halte die Kontrolle, spüre den Bauch, fest einziehen, spür die Dehnung beim Runterkommen. Und Pause, Arm für Arm zur Seite ziehen und dann die Stirn vom Boden lösen. Über Hände und Beine nach oben drücken und wir gehen ganz zurück in eine wirklich schöne Stellung des Kindes. Und genießen. Runder Rücken, in den Boden drücken, Arme zurückziehen. Langsam aufrichten und fertig. Gute Arbeit, Leute. Gute Arbeit heute. Dann bis morgen. Dankeschön.